Tagesordnungspunkt für einen kurzen Einschub und ich darf den Johannes Becher bitten, ein Grußwort zu sprechen für Grips. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, einen schönen guten Morgen und viele Grüße von Grips. Ihr habt es ja schon gesehen, der neue Flyer ist da. Grips, der Service für gute Kommunalpolitik. Und ich darf hier und heute schon die Gelegenheit nutzen, auch im Namen der Geschäftsführung Peter Gack und Karin Zieg und im Namen der Vorstandschaft, genau, ein berechtigter Applaus für unsere hervorragende Geschäftsstelle, vielen Dank dafür. Und im Namen der Vorstandschaft Helga Stiegelmeier aus Erding, der Richard Ziegelmeier aus Abensberg, die Susanna Tausendfreund, unsere Bürgermeisterin in Pullach und der Jens-Marco Schärf, Landrat aus Miltenberg. Gemeinsam mit mir darf ich schon die Gelegenheit nutzen, für Grips an dieser Stelle ein bisschen zu werben. Was bietet Grips? Grips bietet Information für uns Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Alle Infos rund um die Kommunalpolitik kann ich mir hier holen, kann ich hier erfragen und das kann man nutzen und das sollte man nutzen. Zweitens, wir haben eine hervorragende Rechtsberatung, sei es im Baurecht, im Verwaltungsrecht, im Kommunalrecht oder auch die Frage, wann mache ich mich eigentlich haftbar? Viele sind ja jetzt auch, Gott sei Dank, durch die guten Wahlergebnisse in Aufsichtsräte gekommen, in Verwaltungsräte. Was darf ich da? Wozu bin ich verpflichtet? Wann mache ich mich haftbar? Eine ganz wichtige Frage. Nutzt diesen Service. Der dritte Bereich. Gemeinsam ist man stärker und man muss ja das Radl nicht immer neu erfinden. Wir haben doch viele Ideen und Innovationen und ein hervorragendes Netzwerk. Man kann in diesem Netzwerk wirklich für sich was rausholen, was mitnehmen und man kann spannende Menschen kennenlernen am Grips-Kongress und anderswo. Nutzt diese Möglichkeit. Und der vierte Bereich, wir haben Fortbildungen, qualitativ hochwertige Fortbildungen, gemeinsam auch mit unseren Kooperationspartnern, mit der Petra Kelly Stiftung. Wir sagen ganz klar, mehr wissen und dann auch vor Ort mehr bewegen. Was jetzt kommt gerade, was jetzt im Gange ist, dass obwohl wir ja gut sind, wollen wir immer noch besser werden. Wir haben einen Modernisierungsprozess angestoßen. Der Flyer ist der erste Baustein. Die neue Homepage kommt. Eine weitere ganze Liste an Maßnahmen ist in Erarbeitung. Und warum machen wir das alles? Wir machen das für unsere grüne Idee vor Ort und für unsere grünen Mitglieder und für die Mitglieder von Grips. Und liebe Freundinnen und Freunde, jetzt muss ich kurz ernst werden. Ich bin da im Mai gewählt worden. Dann habe ich mir mal die Mitgliederliste angeschaut. Es sind nur 33% der Kommunalos und Kommunalas, die derzeit ein Amt und Mandat haben, Mitglied bei Grips. Und da möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, das ist zu wenig. Jetzt habe ich ja hier gestern schon auch Flyer verteilt und viele Gespräche geführt und einige auch schon gefunden, die ganz lang schon dabei sind. Ich bitte die, die schon länger dabei sind, werbt für Grips, verteilt diese Flyer weiter, verzeiht es weiter, warum das wichtig und gut ist. Ich bedanke mich bei denen, die schon den Weg gefunden haben. Draußen, am Saal draußen, linker Hand ist der Stand, da kann man Mitglied werden. Und noch mehr bedanke ich mich bei den Massen an Menschen, die jetzt später dann den Saal verlassen, mit dem einzigen Grund, um Mitglied bei Grips zu werden. So, und in diesem Sinne möchte ich wirklich zum Schluss kommen, mein Appell. Werdet Mitglied, verteilt bitte die Flyer, macht Werbung für uns. Wir freuen uns auf euch und lasst uns gemeinsam weiterhin gute Kommunalpolitik für Bayern machen, weil uns Bayern wichtig ist. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Johannes. Ich bitte natürlich darum, dass die Massen danach dann wieder reinkommen, denn wir treten jetzt in einen historischen Tagesordnungspunkt ein. Wir werden nämlich nun zum allerletzten Mal einen Bericht vom Parteirat hören und auch diesen entlasten, nachdem wir ja gestern unsere neuen Strukturen beschlossen haben.
Der Tagesordnungspunkt wird folgendermaßen ablaufen. Die Helga Stiegelmeier wird den Bericht für 2014-15 geben. Danach werden wir euch die Entlastung vorschlagen und darüber abstimmen. Und dann wird der Eike den Parteirat auch in der gebührenden Form ehren und verabschieden und bedanken und alles, was es zu diesem Anlass noch braucht. Seid ihr mit diesem Vorgehen einverstanden? Dann bitte ich ums Kartenzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen?